So, Star Wars The Bad Batch hat nun schon vor einer Weile sein Staffelfinale erreicht. Damit ist erstmal Pause und wir können die erste Staffel bei einer gemütlichen Runde Star Wars Visions verdauen. Und naja, man kann von Star Wars The Bad Batch halten, was man will. Niemand kann abstreiten, dass wir mit dieser Serie einige echt coole Szenen im Clone Wars Style geliefert bekommen haben. Wir wollen nun einmal den Blick in die Zukunft richten. Nicht zuletzt, weil ihr euch das so häufig gewünscht habt. Und uns anschauen, wie es nun mit Bad Batch weitergeht und was uns erwartet. Es steht fest, es wird natürlich eine zweite Staffel geben. Diese wird dann auch schon nächstes Jahr erscheinen. Ein genaues Datum ist hierbei noch nicht bekannt. Doch was wird uns die kommende Staffel zeigen? Große Kritik an den ersten Staffeln sahen viele unter uns bei den Füllerfolgen. Was die einen in der Kategorie Worldbuilding einordnen, tun die anderen mit der Begründung Ideenlosigkeit ab. Wir sind uns sicher, die erste Staffel von Star Wars The Bad Batch muss sich erst einmal aus den Fängen ihrer Vergangenheit befreien und setzte deswegen auf viele Auftritte von altbekannten Charakteren, um die neuen auf ein angemessenes Niveau zu entwickeln. Und das hat mit dem einen besser als mit dem anderen funktioniert. Nun wird die Schadencharge Kurs auf eigene Abenteuer nehmen und die erste Staffel deutete uns dabei schon an, wohin die Reise gehen könnte. Nicht zuletzt durch ein ziemlich offenes Ende und teils noch unbeendeten Storysträngen. Der Klonaufstand. Womöglich unser Lieblingsthema. Wer glaubt, die Klonkriege seien vorbei, kann sich sicher sein. Hier ist noch eine Rechnung offen. Die Klone rund um Hauser haben sich gegen das Imperium gestellt. Damit ist klar, sie haben nach der Order 66 einen eigenen Willen. Der Inhibitor-Chip funktioniert nicht so wie gedacht, sondern lässt irgendwann auch mal in seiner Wirkung nach. Die weißen Soldaten realisieren vor allem gegenüber allen Nicht-Jedi, dass die Anweisungen des Imperiums und dessen Handeln nicht unbedingt mit dem der Republik entsprechen. Sie wurden dafür gemacht, die Leute zu schützen und nicht gegen die einstigen Bewohner der republikanischen Welt zu kämpfen. Das erkennt auch Hauser und bricht mit seinen Brüdern. Von ihm werden wir mit extrem hoher Sicherheit noch etwas zu sehen bekommen. Und darauf freuen wir uns. Am Ende der ersten Staffel ist Kamino komplett zerstört. Die Pokka City, dem Untergang geweiht, richtet sich das Imperium auch gegen Commander Crosshair. Der loyale Klon, der angibt, seinen Chip herausoperiert zu haben, ist dem neuen Regime treu ergeben. Selbst nachdem sie mit Venator-Kreuzern auf ihn schossen, er lehnte es ab, sich dem Bad Batch anzuschließen. Mal sehen, ob ihn das Imperium wieder aufnehmen wird und ob er vielleicht weiter als Experiment verwendet wird. Denn das war er in der ersten Staffel. Ein Versuchsobjekt. Wir wissen, dass das galaktische Imperium ein großes Interesse an den Klontechnologien zu haben scheint. Auch wenn Kamino physikalisch zerstört worden sein mag, ist das Wissen noch vorhanden. Auf Basis dieses Wissens wurde auch Nala Se das Leben gestattet. Sie soll nun Imperialen das Klonen näher bringen. Der unbekannte Planet, auf den sie am Ende geflogen wurde, könnte bereits eine Geschichte im Legends-Universum haben. Wayland sollte vielleicht der einen oder anderen von euch ein Begriff sein. Es ist der Planet, auf dem Imperator Palpatine seine Schatzkammer hatte. Sie barg geheime Technologien in sich, darunter ebenfalls Bati-Klonzylinder. Das sind Klonzylinder, die extrem fortgeschritten sind und innerhalb kürzester Zeit einen komplexen Organismus erschaffen können. Dies kommt Palpatines Interesse auf unendliches Leben natürlich sehr gelegen und wir sind gespannt, was sich dahinter verbirgt. Man sieht also, es besteht auf jeden Fall enormes Potenzial für die zweite Staffel. Eng damit könnte die Entwicklung der Dunkeltruppen von Interesse sein, die auf Basis der Klonarmee entstanden sein könnten. Es gibt also einige Baustellen und Stränge, auf die wir uns neben der Entwicklung Omegas, die ein wesentlicher Träger sein wird, freuen können. Das wird eine spannende Zeit und 2022 wieder ein absolutes Star Wars Jahr. Auf was freut ihr euch am meisten? The Bad Batch, The Mandalorian oder vielleicht doch das in diesem Jahr erscheinende Book of Boba Fett? Oder ist es die Kenobi-Serie, die Stand jetzt unser Highlight darstellt? Es wird großartig, Freunde, und wir freuen uns sehr darauf, uns mit euch auf diese Reise zu begeben. Über ein Like und ein Abo würden wir uns ebenfalls freuen. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.